Mein Messer schärfen. Wenn er schon nicht kommt, dann muss ich wenigstens den Kann, Baum ich kann töten. Bäume fällen. Ja. hier ist ein Katzspur-Evidenz. Oh. Welche Farbe bist du? Gar nichts. Grün ist er. Ah, da bist du. Grün. Du bist grün. Ups. Aus dem Bild. Wo ist denn... Wo ist denn in dem Spiel das Journal? Ach, verdammt. Wahrscheinlich bei Jupp. Ich habe mir Medipack genommen. Das war doof. Nein, ich stelle mal hier auch noch eine Kamera hin. Ist das schon wieder... Also wenn du auf Q drückst, siehst du halt die Tasks. Das kannst du auch schauen. Wir haben jetzt 3 von 4 Footprints. Aber 3 von 4 Scratches. Achso, haben sie es jetzt anders gemacht? Es hat doch immer so ein Tagebuch gegeben. Vielleicht gibt es noch ein Tagebuch, aber vielleicht haben sie es auch einfach gemacht. Ja, aber dann sind wir diesmal ja relativ gut dabei schon, ha? Pfui! Viel zu gut, wenn du mich fragst. Dafür, dass wir noch nicht ein einziges Mal gesehen haben. Hey, wir haben da vorher gerade aufs Klo gesehen. Das ich habe noch ein Totem gefunden. Yay! Jetzt brauchen wir nur noch die Städte. Die ist wahrscheinlich wieder irgendwo in der Mitte, oder? Ui! Die haben wir gesehen. Du böser Baum. Space Ranger. Space Ranger? Sind meine Nägel lackiert? Nein, die sind einfach nur faulig. Lecker. Boah, eins hänge schon wieder in einer. Oh. Oh, du blutest ja voll aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum renn ich immer die ganze Zeit in Fallen? Caro, das hat furchtbar ausgeschaut. Gibt kein Tagebuch mehr? Okay. Oh, du siehst höchst traumatisiert aus. Du siehst höchst traumatisiert aus. Ich muss das Foto unbedingt in Discord reinschicken. Es schaut einfach zu lustig aus. Ui, ein Hackermesser. Nice. Wo ist denn Nana? Wo bist du? Oh mein Gott, du bist ganz weit weg von uns. Ah ja, du bist beim Old Hunting Tower. Ich geh jetzt einmal Richtung Norden. Ich glaube, ich muss von euch noch rennen, weil ich kann anscheinend nicht laufen, ohne in Fallen zu rennen. Ist das das Symbol für die Ritualstätte oder was ist das? Jo. Ah, okay. Cool. Hast du die Mystic Stones gefunden? Warte, dann komme ich nach oben und störe schon mal die Totems auf. Ah, Mist. Wie kommt man denn da hoch? Muss man das Ganze umrunden? Ich glaube, im Norden waren wir jetzt noch nicht, gell? Die dritte Nacht. Ich laufe voll dran vorbei, warte. Spencer's Ranger Station. Da! Da ist die radioaktive Strahlung. Ich bin schon fast da, ich komme in Slow Motion. Hallo? Kann ich das nicht hinlegen? Achso, muss ich es auswählen. Ich glaube, du solltest auch noch nicht alle 4 hinlegen, oder? Ich weiß gar nicht, dass du es dann schon auslösen kannst. Ist ja keiner tot, oder? Noch nicht. Ich hab nur 3 gehabt. Achso. Okay. Na dann. Das muss Nummer 4 noch bringen. Auf in den Norden! Ich habe ein kleines Dörfchen gefunden. Ein Dörfchen? Mhm. Pumpkin Mountain Resort. Wie süß. Gute Güte, was ist denn das für ein Wildleben hier draußen? Du bist einfach alleine. Ich hab doch gesagt, wir gehen jetzt in den Norden. Ich gehe davon aus, dass du mir folgst. Ich bin treuer Gefährte.
Samba ist Gamchi! Oh, Gott, Güte. War das nah bei euch? Ja. Ziemlich. Das war so ziemlich. Oh Gott. Ein Wolf. Oh, du hässlichen! Du hässlichen! Stirb! Du hässlichen! So, Entschuldigung. Stell mir auch mal gleich eine Kamera hin. Weil ganz ehrlich, ich hau hier auch mal eine Falle hin. Ich hab sogar irgendwo Fleisch. Glaube ich. Ach, du hast die Fallen. Ich habe nur eine Falle. Und ich habe mir eingebildet, ich habe Fleisch. Was? Also ich bräuchte bitte Fleisch in die Falle. Aber bitte nicht in die Falle steigen, Karl. Normalerweise, wenn du den Wolf drücke, ja, dann schlätzt du den auf. Oh, ich habe mir gar nichts gemacht. Was? Fleisch? Kannst du es in die Falle einfach reinhauen? Oh, zu spät, da. Ich habe es dir schon gegeben. Da! Er ist bei mir. Oh! Hilfe! Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich nicht einmal. Achso, ich habe 10 Fleisch. Ich bin irgendwo. What? Ich komme, Mana! Ich komme! Ich lasse dich nicht alleine. Wie komme ich zum Fleisch? Oh mein Gott, ein Elch. Also, mit I, E halten? Okay. Oh Gott. Ui, oh nein! Ja, die Bar von. Die Bar von Bigfoot ist. Bist du am Boden, Mana? Oder? Nein, ich verfolge am Rot. Muss ich es dann mit E auswählen oder? Ah, okay. Danke. Das ist... Hab ihn verloren. Ich kenne mich mit der Steuerung halt noch immer überhaupt nicht aus. Da ist Caro. Er ist gerade irgendwo Richtung Süden gelaufen. Ja, wahrscheinlich eher Richtung zu mir. Weil ich da irgendwo in einem Fluss herumspaziere. Okay, dann gehe ich mal nicht zu Caro direkt. Na, er ist noch nicht bei mir. Flachland Österreich, ich brauche halt Hilfe auf den Bergen. Oh, der ist bei mir! Ah, ich geh mal nicht durch. Ich hab nur ein kleines Messer. Oh, ich hab auch nur ein Hackmesser. I'm on my way. Oh, Bigfoot, please. Wie ist das? No, no! Wie ist es dazu geworden, dass wir auf einmal alle vier aufge... Oh mein Gott. Er hat mich sofort getötet, einfach. Instant tot. Du bist tot? Ja. Wie ist es so weit gekommen, dass wir uns eigentlich komplett alle aufgeteilt haben? Wo ist er? Hä? Boing! Boing! Hi. Okay. Hast du irgendwo eine Schusswaffe gesehen? Danke. Ja, ich habe eine gefunden. Oh, ist jetzt dieses Ding. Ah, wir sind ja nicht so weit weg davon, okay. Ich brauche was zum Schießen. Hallo. So, dann nehmen Sie mal ein bisschen hiervon. Nana und ich hier von so einem kleinen Date. Oh mein Gott, das schaut so krass aus. Bisschen. Meine Hände einfach so wegschwingen. Eine Axt. Das ist schon so lustig. Okay. Aus. Welche Größe ist das? Ist das die 12er? Warte. Oh Gott, das Schwein da drüben. So. Ja, 8000. Ja, 12er Gauge. So, wie lasse ich die jetzt fallen? Oh, endlich eine Schusswaffe. Ich fühle mich endlich, als ob ich mich wehren kann. Du musst den Kopf auswählen und dann... Aber wo? Ah, da. Oh mein Gott, der Bär gleich da, dass er mir wieder snacken kann. Was brauchst du für eine? Der Bär ist wirklich klar. Ja, der Bär ist wirklich gleich mein Snack ist zum Leben. Michi, was brauchst du für eine Munition? Ich bin aber gleich tot. Die ist 7,62. Weil ich glaube, ich habe 7. Ich habe einfach nur 13, die. Ich war nur 30. Wir schaffen das schon irgendwie. So. Dankeschön. Hey, okay, da ist ein Brunnen. Dann. Oh. Zugeschüttet. Sollen wir zu den anderen gehen? Ja, sollen wir euch irgendwo helfen? Nein, wir kommen wahrscheinlich wieder gut.
Solange wir Bigfoot nicht sehen, ist alles okay. Falls ich mir vielleicht mal unbenötigtes Medikit hat, nehme ich es auch gern. Ui. Aber ich hoffe da jetzt nicht, weil sonst bin ich, glaube ich, wirklich tot. Sollen wir uns treffen wir uns einfach so von euch im Norden und Michi und ich, wir gehen jetzt in den Westen. Also ich folge jetzt einfach Michi. Warte, dann, okay. Das heißt, ihr geht jetzt einfach da drüben hin, okay. Ist vielleicht wirklich gescheit, wenn wir nachts zu viert unterwegs sind, weil alleine oder zu zweit gegen Bigfoot ist ein bisschen heavy. Wow. Ja, vor allem, wenn mal absolut gar nichts hat. Hallo, Kamera, das bin nichts aus seinem Hackmesser. Ja. Ah. Oh. Oh, das sind Einbeißer, nur eine Axt, Karo, wenn du willst. Ha? Eine Axt kann ich da geben. Na, das ich weiß nicht, ob das mehr bringt. Ich glaube, du kannst dir, wenn du rechte Maustaste gedrückt haltest und dann links klickst, die Axt werfen. Zumindest war es mit dem GPS-Sensor mal so. Caro! Caro! Ja. Du lebst wieder! Oh ich mein Gott! Bitte sagen Sie mir, wie war das Totenreich? Ein Interview mit einer Ex-Toten. Also, ich hätte mir schon ein bisschen mehr Luxus vorgestellt. Das muss ich schon sagen. Schau dir an, so schockiert wie in meinen Augen. Den Schock kannst du richtig sehen. Siehst du ihn? Vom Gesicht her könnte man meinen, sie sind noch tot. Vielen Dank für das Interview. Das ist so ein Feature, das bleibt leider. Das kriegst du nicht mehr zurück. Sollen wir dort hoch mal auf dieses große... Achso, das war der Teich, wo wir vorhin waren, gell? Gehen wir dort mal herum? So im Norden, bei dieser großen grünen Grütze? Große grüne Grütze ist die Grütze. Für dich ja nicht mehr. Ah, Bigfoot hinter euch. Bigfoot hinter euch. Hinter uns? Ja. Ah, oh nein! Okay, jetzt bin ich definitiv tot. Oh Gude, Gude, oh Gude, Gude. Hat jemand was zum Anzünden oder so? Ich hab auf da, mach das Feuerwerk, schieß aufs Feuerwerk, schieß aufs Feuerwerk! Er ist Neon! Hässlich, der Typ, hässlich. Oh! Good job! Oh, gute Güte. Wie kann ich das Ding schießen? Boah, wieso ist denn die Musik so episch auf einmal? Wen soll ich heilen? Ich hab ein paar Heal-Kits, die ich nicht brauche. Ich hab nur 30, das geht schon. Boah, also mir. Wenn ich eins haben kann, war ich ja verbunden, danke. Boah, Caro, du brauchst unbedingt deine Healung, warte mal. Hast du nur 30? Okay. Du bist auch geheilt, Nana? Brauchst du noch was? Ja, nein, ich hab schon. Es tut gerade noch ein bisschen. Das mit der epischen Musik ist aber neu eingeführt, oder? Ja, das erzählt. Na, das war glaube ich schon immer so. Das war schon immer. Ey? Aber so episch? Ja, schon. Wann war das letzte Mal, dass wir es gespielt haben? Lang schon sehr schon lange. Oh mein Gott! Ah, ich hab keine Türen mehr. Wo? Hinter uns, Nimm das, du Sackratte! In sein Po geschossen! Brauchst du Healing, Nana? Nein, wir mehr Axt haben. Hallo? Ach. Nana? Na, Gertrude, ich hab 25. Das ist nicht viel. Danke. Hat jemand von euch ein bisschen 12er Gausch? Ja. Oh yeah, please give me. Warte mal. Ah ja, ich hab auch. There you go. Amazing. Hat irgendwer von euch 9mm? Ich schau kurz. Bleiben Sie mal stehen, Frau Nana. Ich schau mal kurz. Du brauchst 9, hast du gesagt, Nana, gell? 9 Millimeter. Michi, was brauchst du? 7er. Ah, 9er hab ich leider nicht. Irgendwas. Aber ich hab 7er für dich. Und ich hab 5,56er. 7er, ja, voll viel, aber... Ich ja, bin ich aber schon voll. Ich kann gar keine mehr nehmen. Ah, okay. Achso, aber ich habe eigentlich eh nur was. Wieso hat es das nicht noch klar? Oh, Signalpatronen. Ah, das jetzt ist halt noch klar. Ah, okay. Komm. Nehme ich dann dabei mal. Für die Rifle. Boah, anderes Topic. Ich glaube, ich muss später Waffeln machen. Ich habe gerade so Lust auf Waffeln. Mm. Ich habe gerade Rifle gesagt und irgendwie war im Kopf jetzt so Waffel. Rifle. Hol mir den Waffelschein.
Ranger Station. So richtig geile Waffeln mit Bananen. Wir haben Bananen und so einer zuckerfreien Haselnusscreme. Und wir müssen morgen unbedingt einkaufen gehen. Weißt du, was bei uns voll cool ist? Jetzt, wo die Bäckerei den Eisladen wieder offen hat, kannst du jetzt Waffeln mit Eis kaufen oder also Pancakes mit Eis. Oh, so lecker. Hey, wir sind bei Shreks zu Hause. Schon. Ich finde, es schaut ein bisschen aus wie der Crookback Boch in Witcher. True. Hier ist ein Safe. Ui, da ist wieder ein bisschen was aus dem Klo passiert. Leute, hier ist ein Crime committed worden. Seht euch das an. Da ist ein Bär! Da ist eine Wassermelone in der Trashcan. Excuse me. Die schaut gut aus. Die schaut ja nur voll neich aus. Unmenschen. Somebody wants to talk. Oh, Spitzhacke. Scout, ich gehe jetzt zum Radioturm. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass dort Spuren sein sollen. Helga. Ja, die haben wir ja schon gefunden. Okay. Ja. Ich würde gerne die Helga selber finden. Flugzeug! Helga. Immer wenn das Flugzeug vorbeifliegt, habe ich das Gefühl, wir sind in PUBG und die droppen gleich was. Oh mein Gott. PUBG ist auch so ein Game, das mich traumatisiert hat, wirklich. Wieso? Ich habe gar nicht. Da wäre ich so schlecht drin. Achso. Oh. Ja, normalerweise so, würde ich wenn du noch nicht alles geben. Innerhalb von 3 Sekunden gefühlt machst, bist du tot. Meine beste Möglichkeit in PUBG zu überleben ist einfach zu laufen und mir irgendwo zu verstecken, wo keiner ist. Oder mit dem Auto rumzufahren. Nana, dein Charakter geht so komisch. Du mal nicht laufen, sondern einfach nur gehen. Ach, du bist voll constipated. Dein Charakter hat so richtig schlimme Verstopfungen. Schaut aus meiner Sicht tatsächlich auch so. Why is everything und got da ist ein Note. Ich habe etwas gehört, das sich einem Empfänger ähnelt. Es hört sich repetitiv und monoton an, aber es hört sich an. Okay. Das bringt mir gar nichts, Helga. wer von euch hat nun mal die 7,6er? Michi, warst du das? Ja, aber ich bin schon voll. Ah, okay, dann nimm das. Schieß einmal mehr. Genau, schieß mal ein bisschen. Boah! Ja, nee, du sonst. Ah, ja, gut, Leute. Kommunikation, wo gehen wir hin? Runter zu dem anderen Teich? Ich würde jetzt einfach mal dieser Straße ein bisschen folgen. Gedöki, Artischöki. Ich war ein Teller. Ha? Entschuldigung, ich hab gerade mit Bernie geredet. Achso. Ich krieg einen Toast mit Pistazie. Lecker. Mit 18 Euro Pistazie krieg. Ja. Danke. Hab dich lieb. Wir haben dich auch lieb, Nana. Wir haben dich auch lieb. Und wer kommt da aus dem Versteck? Die Lukas. Sie ist so lieb, wenn ich mit ihr rede, dann antwortet sie immer. Ich so, wer kommt da aus seinem Versteck? Und sie so, miau. It's me. It's me, Nougat. Wow, Ladeln. Es ist schon wieder ganz schöne Aufteilung hier zugange. Naja, warum? Wir sind doch eh alle relativ gut noch beisammen. Weil der Boeing, der fällt wieder aus dem Muster. Innerhalb von 3 Sekunden bin Hallo ich. Da unten. Hallo da oben. Der fällt schon wieder aus dem Muster heraus, der Junge. Ich scoute. Oh Gott, Caro geht auch so constipated. Du brauchst gar nicht reden, Kim. Du gehst genau richtig so, ja. Komisch. Zipline! Yay, auf geht's! Vierter Nacht. Cool. Ich würde ihn echt dafür gerne mal aufwärts. Ja, voll, ja. So, wo wollen wir jetzt hin? Sollen wir nur links das eine? Ganz im Süden waren wir auch noch nicht. Und ihr fällt da links um mich. Ja, ein bisschen Westen. Schauen wir mal, was dort links noch ist.
Mhm. Wow. Oh nein, ich bin in einer Falle. Ja, was? Vielleicht hättest du dich nicht von uns abschotten sollen. Vorher war man einfach die ganze Zeit wegrennt. Also hätte mich das vor der Falle gerettet. Ja. Aber wenigstens bin ich nicht die Einzige, die reinrennt. Ah! Foto! Oh ja. Ich glaube, wir haben jetzt alle Fußabdrücke, die wir brauchen. 4 von 4 Fußabdrücken, cool. Ja. Okay, nein. Aber das heißt, wir haben nur gar keine Leichen, oder? Ein Hund. Und die 2 Leichen. Und ein Foto von Bigfoot braucht man noch, glaube ich, oder? Ja. Weil es ein kluge Foto hat ja nicht wollten. Wie unfair. Das hat er eingereicht wegen Datenschutz, möchte nicht, dass wir es nutzen, weil es war ein sehr intimer Moment. Oh ja, wo ist das Totem? Ich höre dich. Da bist du. Machst du nicht. Ich finde es so cool, wenn es einfach abbricht, wenn du es aufsammelst. Da ist eine Pistole, jetzt habe ich eine. Schau. Oh cool, was brauchst du für Munition? Man lasse mich gucken. Das ist die G17. Keine Ahnung. G17. Achso, das ist die, was ihr habt. Das ist die 9mm. Ah, okay. Ah ja. Ja, wurscht. Ich habe ein paar Munition-Dinger. Hast du noch was oder hast du gar nichts mehr, Nana? Ich habe noch ein bisschen was. Okay. Ich habe für die nur Munition. Mhm. Aber er schießt ja nicht. Ich mag dieses Mobbing. Ich gehe jetzt auch einmal Richtung so, Michi. Ich sag's euch, irgendwo da ist fix eine Leiche. Das, ich spüre das. Ich, kannst du es riechen? Den Kadaver? Ja. Wir kommen mal mit dir mit. Wer ist so wahnsinnig und schießt deine kriegt gleich einen Herzinfarkt. Oh nein, Bigfoot will mich. Oh. Ist er bei euch oder was? Ja. Also ich bin im Wasser, ich sehe gerade nicht. Warte. Ach da. Oh, da ist der Höhle. Ich gleich herztot. Hallo! Wo ist denn Bigfoot? Oh, der ist da nach hinten gerannt. Okay. Oh. Ich stelle meine weiter. Hast du eine Falle oder so zufällig? Nö. Wo sind, wer hat denn die ganzen Fallen? Ich hab keine. Bigfoot wartet einfach. Ey, Michi, du rennst, rennst schon wieder weg, Alter. Kannst du nicht einmal warten? Brauchst du Healing? Ich muss mich heilen. Ah, ich mach schon. Ich hab so viel in, für mich. In welche Richtung sind wir jetzt gekommen? Die sind wir noch nicht ausgegangen. Ah, okay. Hey, Scratches zum Foto machen. You. 4 von 4 Scratches. Hallo, Kamera, machst du ein Foto Gott, bitte? Das ist ja. Was das ist. Hängt bei euch das Spiel teilweise auch heftigst, wenn ihr Sachen auswählt und es reagiert dann gar nicht? Okay. Das ist ja ein riesen Höhlensystem da. Oh, geht's da nicht mehr weiter? Na. Okay. Da liegt noch was. So viel Munition bei Bigfoot daheim, hey. Okay, da ist der Ausgang. Es würde mich auch überraschen, wenn nicht da irgendwo eine Leiche liegt. Ja, schon irgendwie, oder? Boah, cool. So schaut aus wie ein Until Dawn. Oh Gott. Stellt euch vor, so ein Spiel wie Bigfoot nur mit Wendigos. Entschuldigung, danke. Boah. Die Bergarbeiter. Aber gibt's nicht in irgendeinem Spiel Wendigos? Ja, in Until Dawn. Stimmt, Until Dawn war das ja voll. Na, das muss ich auch mal wieder spielen. Aber ich würde das so gern, weil es die so wie bei Bigfoot haben, dass du halt gegen Wendigos kämpfst und die sind so. Gruselig. Ist was eigentlich voll lustig gewesen, Warad? Es war damals einfach nur nicht so die Zeit, aber ein Charmed-Spiel. Weil die haben eigentlich auch für das lustige Universum gehabt. Das habe ich nie geschaut, deshalb habe ich keine Ahnung. Okay. Das war, das ist ja im Prinzip einfach darum gegangen, dass sie 3 Hexenschwestern sind. Ja, das hat aber auch immer so Monster gegeben und so. Und der Wendigus zum Beispiel kenne ich von Charmed. Ah, okay.
Ich habe das nicht geschaut, weil es war mir immer zu Hokuspokus, Magie und Okkult. Aber das war eigentlich voll die coole Serie. Also halt so die ersten 3-4 Staffeln habe ich voll gern wegen. So, Leilen. Wo geht's hin? Wir müssen uns mal wieder irgendwie zusammentreffen. Wir haben keine Leiche. Warte mal, wo seid ihr? Ihr seid hinter uns. Das haben wir. Wir rennen gerade eigentlich eher weg von mir. Mögst du uns nicht mehr? Sagst du es offen? Ah. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal zu dem Colonial Creek Campground, weil dort ist sicher Leichen. Was für ein Spiel? Du musst es doch. Entschuldige, Thunderclaw, was für ein Spiel, wo es noch Wendigos gibt? Weil an sich. Das ist voll cool. Thematik. Also uns fällt jetzt nur mehr die zwei Leichen und. Jetzt bin ich schon wieder reingerannt. Na! Kann man dir da helfen? Nicht, gell? Wie viel Fallen gibt es hier bitte? Nein, Bigfoot kann dich ständig wieder neu aufstellen. Bigfoot kann Fallen aufstellen? Ja. Oh, wie intelligent. Smartfoot. Ja, voll. Boah. Diese ganzen Geräusche von den Elchen und so sind ein bisschen stark übertrieben. Ja. Ich schau mal, was da oben ist. Achso, das ist das, was wir waren da nicht vorher? Okay. Aber bei dem Camp waren wir ja auch schon, oder? Ja. Ja, wir waren jetzt ja schon überall. Wir haben nur irgendwie naja, keine Leichen gefunden. Ganz oben links und ganz oben rechts waren wir ganz unten rechts und ganz unten links. Und da haben wir auch zwischen den Mystic Stones und Devil's Creek auch noch so einen Teich. Da waren wir ja, auch noch nicht. Ja, das ist sicher noch was. Hallo! Ah, ich sollte meine Waffe rausholen. So. Hier ist die Picknick-Site für Bigfoot. Gut. Boing, gehen wir mal so runter zu dem Teich. Ja, ich gehe danach. Okay. Ich hätte echt schwören können, dass ich mich daran erinnern, dass bei dem See herum eigentlich einmal ein Leichen gegeben hätte. Aber es wäre halt so viel einfacher, wenn es endlich einmal wieder Tag werden würde. Mhm. Hallo, Mrs. Leiche, wo sind Sie? Wenn Sie tot sind, dann sagen Sie einfach nichts. Boah, das sind viele Leichen. Wenn Sie tot sind, wählen Sie bitte die 1. Sollten Sie gerade noch am Leben sein, wählen Sie bitte die 2. Für alle anderen Anfragen drücken Sie bitte die 3. Eine zuständige Person wird sich umgehend um Sie kümmern. 1. Thundercloud kommentiert 1. Der Bernie hat 2. Special Paranormal Assault Team of ein Steam SPAT. SPAT Team, okay. Das check ich dann mal aus auf Steam. Ja, also. Ich finde gar nichts. So schaut nämlich aus. Da ist Licht auf der anderen Seite des Teichs. Bitte geh nicht ins Licht. Minion? Ich geh ins Licht. Minion! Ich geh ins Licht. Was wollen wir machen, Nana? Wohin mit uns? Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade mal da aufgegangen. Wieso ist das Wasser so hübsch? Ich will dauernd trinken davon. Das schaut aus wie Gatorade. Das giftige Wasser. Ist doch das gleiche wie Gatorade, oder? Ich bin reingefallen. Mm. Ich hätte nicht ins Licht gehen dürfen. Ich meine, in die Richtung, da war man vorne, glaube ich, oder? Wo du gerade hinrennst. Größer Abgrund. Oh. So. Hallo. Ja, wie viele Lichter, das schreit schon. Doch irgendwie nach Camp oder so, oder? Mach, es wird endlich wieder Tag. Gott Camp oder irgend sowas in der Art. Yay! So. Rennen wir jetzt einfach. Also willst du jetzt zum Hunting Tower? Warte mal. Oder? Ich habe da gerade eine Struktur entdeckt, die wir mal anschauen. Ja, rennen wir zum Hunting Tower. Vielleicht gibt es dort was. Okay. Wow, das ist wow. Mal, eigentlich das echt ist ja typisch. Bei dir. Michi, gibt's irgendwas Spannendes? Nö. Da gibt's ein Radio. Wow.
diese blöden, rolligen Hirsche müssen wir alles kaputt machen. Ah, danke für den Link. Gute Musik haben sie.